Spiel Nummer 5, wie gesagt, Hammer werfen. Und das geht eigentlich ganz einfach. Ihr werft immer abwechselnd. Jeder von euch hat 6 Versuche. Der Wurfkreis darf beim Wurf nicht übertreten werden. Sonst ist es ein Versuch, ist der Versuch ungültig. Wenn das Ding gelandet ist, dürft ihr egal wo den Kreis verlassen. Wer den Hammer am weitesten wirft, gewinnt das Spiel. Bei Gleichstand entscheidet der nächste beste Wurf, also der zweitbeste Wurf. Die Münze entscheidet, wer anfängt. Und natürlich haben wir auch Schiedsrichter da. Der Markus ist da, Lorenz, Andreas und Matthias. Die werden euch doch mal ganz kurz auch zeigen, was vielleicht das Beste ist, damit ihr euch nicht verletzt. Also wenn ihr Fragen habt, bitte da sehr gerne. Und Robin, ja, logisch, muss anfangen. Also erklär noch mal ganz kurz, was ist das Wichtigste, dass sie sich nicht verletzt? Das Wichtigste, dass er vorne nicht über den Rand übertretet, weil halt dieser Höhenunterschied da ist zwischen Rand und Wiese. Ansonsten einfach den Hammer in die Hand nehmen, drehend den Hammer rauswerfen. Und das war es eigentlich schon. Einfach. Aber rein theoretisch muss man sich nicht drehen. Man muss sich nicht drehen. Es reicht auch, wenn man den Hammer mal so über den Kopf schwingt und dann vor dem Körper rauswirft. Das würde auch schon reichen. Also das wäre dann kein ungültiger Versuch, aber von der Technik her ist es ein bisschen besser. Genau. Also 6 Versuche und nur der eine beste zählt. Ja. Und dann, okay. Dann schauen wir mal. Gehen wir mal weg. Gehen wir uns mal in Sicherheit. Einfach rauswerfen, ne? Ja. Einfach rauswerfen. Ist alles so. Egal alles welchen, oder? Sind alle ist egal gleich, welche, ne? Sind alle 5 Kilo. Aber wir werden nicht gezeigt. Also ich habe jetzt kein Probe, kein gar nichts. Nee, nein. Direkt, jetzt rauswerfen. Geht direkt los. Ich dachte, er werde uns zeigen. So, technisch also sehr anspruchsvoll. Wir kennen das alle von der Leichtathletik, aber selbst probieren extrem schwierig. Habe ich auch noch glitschige Dinger hier. Aber die beiden werden sich da sicherlich. Gibt es ein Zeichen oder kann ich einfach? Du kannst, wenn du möchtest, kannst du jederzeit anfangen. So, also ich bin sehr, sehr gespannt. Athleten sind es beide. So, Achtung, Achtung, Achtung. Und guck mal an. Sogar im Sektor, fliegt raus. Ja, da müssen wir jetzt nicht anfangen, genau irgendwie über den Winkel zu diskutieren oder sowas. Das war ein erster Versuch. Der geht in die Wertung und wer weiß, wofür der gut ist. Was war dein erster? 22,14 Meter. Was muss gebündeltes durch? Ja. Merken wir es erstmal. Ja, mach dich noch warm, was du schon willst. Ja, wollte gerade sagen, ne? Notfalls noch mal ein bisschen warm machen. Stretchen. Ist okay, wenn ich hier stehe, oder? Wir haben den etwas leichteren der Damen genommen. Ja, hier. Bei den Männern sind es ja 16 englische Pfund, also 7,26 Kilogramm. Den Frauen 4 Kilogramm, glaube ich. So. Zack, zack. Vorsicht. Setz aber noch mal an. Ist es nicht genau. Unglücklich. War nicht überm Rand, kann also deswegen noch mal. Ein Zeitlimit haben wir hier nicht. So, neue Technik. Na, auch sehr flach. Knapp also über die 15 Meter, wenn überhaupt. Aber auch erstmal eine in der Wertung. 14,91 Meter. Sag's doch. Wenn überhaupt, also nahezu auf dieser Linie dort gewesen. 22,14 Meter ist sozusagen von Robin der beste Versuch. Auch das ist völlig in Ordnung. Auch das sehen wir nicht das erste Mal beim Hammerwerfen, dass man da so ein Handtuch mitnimmt. Er hat ja vorher schon gesagt, hat einen sehr glatten Schuh. Der Rasen wurde auch noch mal so ein bisschen gewässert. Vielleicht ist ein bisschen Flüssigkeit in den Ring hier gekommen. Also der Werferkäfig beschützt unser gesamtes Team. Und jetzt sehen wir auch warum und wofür. Wovor. So. Also deswegen gibt es eben genau diese Werferkäfige. Gut, dass es davon keine Zeitlupe gibt. Bist du wach? Wieso? Ja, das. Zack, und da haut er ihn rein. I'm sorry, ja. Yeah. Tut mir leid, aber ich habe zu spät losgelassen. Also dafür ist er ja da. Dieser ja, aber viel Netz war da nicht mehr, ne? Ja, aber für den wahrscheinlich zweiten Hammerwurf seines Lebens war der auch noch ziemlich gut. Ich gehe mal hier neben dem Kameramann. Ich verstecke mich hier so ein bisschen. So, Rurik also so ein bisschen unter Druck. Bisschen. Kann mir nichts passieren. Der muss ein bisschen längeren rauslassen. Und die Orientierung muss man dabei behalten. Das klingt alles so einfach. Oh, Vorsicht. So. Da drüben Alter. Also. Ich weiß nicht, ob er im Sektor runtergekommen ist. Ich glaube, ein bisschen weiter weg hier, oder? Jetzt mal eben ehrlich.
Müssen wir messen, ne? Wir müssen weiter müssen wir messen. Hier, das ist ja Wahnsinn. So, also, auch wenn wir ja mit den 25 Metern im ersten Versuch schon fast zufrieden waren. Oder? Ja, sehen wir hier, dass der vom Winkel eigentlich schön hochging, aber natürlich von der Richtung her. Nee, dann kann man den kann man nicht messen. Da geht zu sehr um Winkel. Ja, genau. Dann ist er ungültig. Ich gehe mal hier hin. Vielleicht schon. Ich habe Angst. Ja? Vielleicht gehe ich auch lieber was essen. Ja, alle da. Ich habe da echt kein gutes Gefühl bei. Nee, dann kommt er in das Netz. So, also, wir gucken uns das jetzt mal an hier. Also, vielleicht ein bisschen mehr Kontrolle auf den Hammer. Konzentration auf den Abwurf, das haben wir gerade gesehen. Aber wie gesagt, das sagt sich so, so einfach von hier. Und Rurik wird sich das jetzt auch gut anschauen, denn Robin hat ja vorhin schon mal eine gute 25 rausgelassen. Hier, das sieht richtig gut aus. Zack. Ja. So. Guck mal an, knapp über 20. Ich glaube, nicht so weit wie der erste. Ich muss die Höhe haben. Ja. Genau das ist das Problem. Aber 22,07. Da könnten sich jetzt hier Trainer, den Hammerwurf-Trainer einen Nobelpreis verdienen, wahrscheinlich an den beiden. So viel Reserven haben die beiden noch. Und natürlich gehört auch so ein bisschen Glück dazu, hier mal richtig einen rauszulassen, in einem richtigen Augenblick loszulassen. So, Rurik. Genug Zupf war ja vorhin dahinter. So. Ja, ja, jetzt probiert das mal über den Kopf. So, jetzt sieht's aus wie Hammer werfen. Und. Ah, aha, okay, er macht's mal so. Ja. Und der persönlich weiteste, über 20 Meter war der. Also macht überhaupt nicht die Rotation. 20,04. Fuck. Nein. Ja. Zack, und sagt sich, machen wir's eben mal so. Jetzt ist Nummer 4. Weiß nicht, ob er es sich wagt, einfach noch mal eine Körperrotation draufzusetzen. Also, so, Hälfte ist rum, jeder noch drei. Immer noch diese 22,14, 22,07 dahinter. Jeder einen ungültigen. Rui kommt so langsam, das heißt, Robin darf es jetzt auch nicht schleifen lassen. Vielleicht noch mal richtig einen rauslassen. Das ist der Plan. Das ist der Plan. So, ihr seht es ja auch. Er ist ja auch Linkshänder, haben wir vorhin an den Enden gesehen. Oh. Hey! Also auch nicht mit viel Rotation. Zack, einen gucken lassen hier. Jetzt bin ich wirklich gespannt. 28,51 Meter. Wie gesagt, für zwei Leute, die das noch nie gemacht haben. Nur eine Umdrehung. Sehr, sehr schön. So, jetzt bin ich gespannt, was Rurik vorhat. Ob er wieder seine Technik von eben macht oder ob er auch noch eine Rotation draufsetzt mit dem ganzen Körper. Um dem Hammer der Kugel mehr Energie auf dem Weg mitzugeben. Das sieht super aus. Ah! Na, guck mal an. Da gehen wir an die 25 ran. Hier 24 Kleingeld, würde ich mal sagen. 24,30. 24,30 Meter. Das heißt, zu Hause ist Robin noch nicht mit den Steigerungen, die wir hier gerade bei Rurik sehen. Jesus Christ, Robin. Fast 30 Meter hast du geworden. Aber selbstverständlich kann sich auch Robin hier noch mal steigern. Vielleicht wird das ein neuer Sport. Ja. Oder auch nicht. Oh, no. Oh, Vorsicht! Oh, zum Glück haben wir da den Wassergraben hingebaut. Wir haben sowas geahnt. Doch. Sorry, Leute. Ja, so. Tut mir leid. Das ist schon. Nee, das ist durch deine Schuld. Tut mir wirklich leid. Elton, es geht allen gut. Es geht allen gut. So. Jetzt hättest du den Kran schon fast zum zweiten Mal erwischt. Jetzt den Außenkran.
Einen drin und einen draußen. Ich habe mehr Angst um die Kameraleute dort. Ja, ja, ja. Kran kann man neu kaufen. Was zählt der eigentlich? Ich glaube, weiß ich gar nicht. Es wurde auf jeden Fall gemessen. Okay. 28.05. Reicht nicht. Ja. Ich muss in der Mitte loslassen. Naja, aber es ist schon stark, das muss man ja sagen. Also wirklich, wer das mal probiert hat. Ja, mittig. So, ja. Die Einflugschneise. Vielleicht so ein bisschen den Auftrieb des Flugzeugs mitnehmen. Aber nicht abwerfen. Ja, 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 ja. Nee. So schlecht sind die alle gar nicht. Fucking hell. Ja, 22,87. Da war weiter auf. So, jeder hat noch einen. Und ich kann mich hier an Wettbewerber auf diesem Platz erinnern. Oh ja. Ich glaube, es war Diskus. Da sind auch noch kleine Wunder geschehen. Im letzten Durchgang. Das war, glaube ich, damals mit einem sympathischen Gegner. War das fast Martin? Ich glaube fast. So, jetzt wollen wir gucken. Der Letzte hier. Jetzt nochmal alles rein in das Ding. Da geht er auf die Reise. Wird nicht so weit sein. Knapp unter 25, wie es aussah. Scheiße. Wir sind froh, dass es ihm gesund geht, dass alle Technik noch heil ist. 23,98. So, und jetzt ruhig. Die Richtung und der Winkel, die stimmen eigentlich, nur der Schwung. Also eine Kombi zwischen beiden, zwischen Robin-Style und Rurik-Style. Das wäre, glaube ich, richtig ideal. Rurik muss jetzt einfach mal Risiko gehen. Alles rein. Immer gut mittig so ein bisschen, aber halt flach. Ja, ich bin zu flach, total. Und er ist aber, trifft... Ja, er trifft ihn super. Er hat weniger Schwung als du zum Beispiel. Ja, vielleicht. Das wäre eine gute Mischung. Der Letzte. Er hat es selbst in den Händen, in den Füßen, im ganzen Körper, im Rückenmuskel. Hoppala! Und das wird nicht reichen. Nee. Auch wenn gemessen wird, wir haben unseren Sieger. Ja, und das ist Robin. Stark! Damit verliert er ein bisschen. Ja. Aber die Bühne von sich sind cool. Ja. Du machst immer 23,69. Und dann auf einmal ziehst du noch mal irgendwie zurück. Ah, okay. So hatte ich zumindest den Eindruck, aber ich bin ja auch kein Profi, aber... Ja, das sieht eigentlich, du triffst ihn, also ich bin kein Experte, aber es sieht so aus, als wenn du den Absprung mega geil triffst. Ja, eigentlich schon. Also total mittig und auch von der Flughöhe. Und Flughöhe. Ich war immer viel zu flach und deswegen ist er entweder zu tief so früh oder voll nach außen. Deswegen sage ich ja eine Mischung. Du warst immer mit der Flughöhe und gerade, du warst ein bisschen flach und außen, dafür mehr Schwung, mehr die bessere Technik. Aber wir sind hier Einzelkämpfer und somit gewinnt Robin Gosens Hammerwerfen. Wir haben einen neuen Punktstand und der sieht jetzt so aus. Jetzt wieder Führung für Robin Gosens 8-7. Wer den Kanal nicht abonniert und die Glocke nicht aktiviert hat, der wird niemals bei Schlag den Star teilnehmen können.